Wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Weltanschauungen, Kompetenzen und Fähigkeiten müssen miteinander klarkommen. Das ist nicht immer einfach. Doch wie kann man lernen, sich vorurteilsfrei und wertschätzend zu begegnen? In unserem Projekt Versuch's mal mit Handicap wollen wir Neuköllner Schulkindern einen Perspektivwechsel ermöglichen. Sie können auf spielerische Weise die Welt für einen kurzen Moment aus Sicht eines Menschen mit Behinderung erleben, um dann mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht nur einen kurzen Moment, sondern ihr ganzes Leben mit Behinderung gestalten. Hi, ich bin Laura Schimanski, ich bin Schulsozialarbeiterin an der St. Marien-Grundschule und begleite das Projekt Versuch's mal mit Handicap. Das besteht aus zwei Modulen. Im ersten Modul gibt es eine Stadtrallye. Da müssen die Kinder sich in verschiedene Behinderungen hineinversetzen und Aufgaben lösen. Und das zweite Modul ist eine Begegnung mit Menschen mit Handicap von Mosaik. Die kommen in die Schule, beantworten den Kindern verschiedene Fragen. Und das Ziel des ganzen Projektes ist es, dass die Kinder Berührungsängste und Vorurteile abbauen und auch einen positiven Blick auf Menschen mit Handicaps bekommen und mal sehen, welche Superkräfte die eigentlich entwickeln müssen, um mit ihrer Einschränkung auch im Alltag leben zu können. Ja, die ganze Stadtrallye ist in der Geschichte davon, dass Aliens auf die Erde gekommen sind vom Planeten Diversitas und die haben alle bestimmte Fähigkeiten. Da haben wir zum Beispiel die Nurfühler, die können nur fühlen, die Nurgucker, die können nur gucken. Und unsere Schüler und Schülerinnen, die sind Spezialagenten und die müssen in die Rollen der Aliens schlüpfen, um dann einen Generator zu finden. Das ist ein Genomgenerator, der alle Leute gleich machen kann. Und es gibt einen Bösen, den General Levelas. Und wenn der die in die Hände kriegt, dann wäre das schlecht, weil der alle Leute gleich machen möchte. Und deswegen ist unser Ziel sozusagen, den Genomgenerator zu finden und zu zerstören. Und dafür müssen die Kinder ihre jeweiligen Spezialfähigkeiten einsetzen, um die Fragen oder Aufgaben zu lösen. Und ja, jetzt starten wir mit der Stadtrallye und los geht's. Und je nachdem, wo sie hinschauen, sind das bestimmte Buchstaben. Das heißt, sie kommunizieren zu euch gerade nur mit den Augen. Sie dürfen nicht reden, nicht Zeichensprache machen, sondern nur mit den Augen. Und ihr müsst herausfinden, zu welchen Buchstaben sie hingehen. Und das ergibt ein Wort. Und das ist unser erstes Lösungswort. Verstanden? Ja. Top. Links, oben. Rechts, oben. Der nächste Hinweis. Inzwischen habe ich einiges über unsere außerirdischen Besucher erfahren können. Sie stammen aus der interplanetarischen Republik Diversitas. 5500 Lichtjahre entfernt ist sie von uns und unserer Erde, in der Galaxie Omega Nebula. Die dort lebenden Aliens unterscheiden sich stark voneinander. Bestimmte Fähigkeiten sind bei manchen sehr stark ausgebildet, andere hingegen sehr schwach oder eben gar nicht. Es war sehr gut. Weil wir haben halt viele Sachen gemacht und zum Beispiel, wir haben eine Rallye gemacht und haben ganz viele Hinweise gesucht. Ich fand das Ende cool, wo der Generator in die Luft geflogen ist. Ich fand es total schön, dass die Kinder sich wirklich darauf eingelassen haben. Ja, dass sie mitgemacht haben und auch voll Interesse gezeigt haben an dem, was sie machen. Man hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass sie sich viel mehr damit beschäftigen, auch schon vorher beschäftigt haben und das auch total interessant finden und auch sagen, wir möchten respektvoll mit den Menschen mit Handicap umgehen und das fand ich mega gut. Im zweiten Modul des Projekts besucht die gehörlose Mosaik-Mitarbeiterin Mandy Striemer gemeinsam mit ihrer Gebärdendolmetscherin Jenny Schubert die Schulklasse. Sie berichtet von ihrem Alltag und die Kinder können Fragen stellen. Wie war es denn eigentlich, wenn man
schikaniert wurde und dafür nichts konnte. Ja, sie hat dann eben, sie war eben dann auch aggressiv, hat geweint und hat sich manchmal eben auch selbst geschlagen sozusagen und musste dann immer zum Lehrer gehen und dem sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Jetzt würden wir noch mal ein bisschen über gestern auch reden, über die Stadtrallye. Wisst ihr noch, was die verschiedenen Aliens waren und was deren Handicaps waren? Und könnt ihr euch vorstellen, was es vielleicht ja, für ein Handicap darstellen soll? Es gab auch dann noch einmal die Spürer. Richtig, was konnten die? Also man musste man so fühlen, was das ist und dann war das so an ein Stein, so an Steine. Mhm. Und was denkst du, wer könnten Spürer in unserem Alltag sein? Wer muss alles, was man so wissen möchte, mit den Händen erspüren oder anderen Sinnen? Ich weiß es nicht. Clara? Blinde? Zum Beispiel. Wisst ihr, wie Blinde lesen? Über die Finger. Richtig. Weißt du, wie die Schrift heißt? Blindenschrift. Gerne. Oder auch Brailleschrift. Und ihr habt ja gestern so ein bisschen auch selbst sozusagen reingefühlt, wie es ist, ein bestimmtes Handicap zu haben. Und jetzt so im Alltag, auch in der Schule oder so, ist ja das Wort Behinderung manchmal eine Beleidigung. Und da wollte ich fragen, hat sich dabei für euch vielleicht was verändert? Wie seht ihr das irgendwie? Man sagt ja oft so, also ich habe es oft gehört, ey, du bist behindert. Aber eigentlich ist es ja keine Beleidigung an sich, weil wir haben ja auch gestern gesehen und auch bei Mandy ist es, sie haben dafür andere tolle Fähigkeiten, sind tolle Menschen, sie kann toll kochen und ja, habt ihr da was zu sagen? Hier beim Steinspielplatz wird ganz oft gesagt, bist du behindert, wenn du zum Beispiel beim Fußballspielen kein Tor machst, dann manchmal wird dann darüber diskutiert, dass es ganz normal ist, eine Behinderung zu haben. Und wenn man eine Behinderung hat, sollte man sich nicht darüber lustig machen. Richtig. Wenn es jetzt jemand zu dir sagen würde, wie würdest du darauf reagieren? Oder wenn du hörst, dass jemand damit beleidigt? Also wenn jemand mich damit beleidigen würde, würde ich sagen, auch wenn ich diese Behinderung habe, erstens hat es sich nicht anzugehen und zweitens, es ist meine Behinderung und nicht deine und es ist ja mein Leben und nicht deins. Und wenn zum Beispiel jemand zu Benjamin jetzt sagen würde, würde ich sagen, hey, was soll das? Auch wenn er vielleicht eine Behinderung hat, das hat dich auch nicht zu interessieren und eine Behinderung ist was ganz Normales. Ich habe noch eine Frage an Mandy, ob ihr heute mit uns Spaß gemacht habt, weil mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war gut. Wir hatten gerade die Überlegung, zum Abschluss euch noch das Alphabet zu zeigen. Hättet ihr darauf Lust? Oh ja! A, B, C,